Hey Leute und ja, willkommen zu meinem ersten MK8 Deluxe Video, in dem ich heute ein wenig über den XXL Leak sprechen möchte, welcher die neuen bzw. ja noch kommenden MK8 Strecken betrifft. Denn tatsächlich haben Dataminer bereits kurz nach dem neuen Update sehr interessante Infos aus dem neuen Code herauslesen können und ja, um welche Infos es sich genau handelt und weshalb wir noch mit vielen nicen MK8 Deluxe Strecken rechnen können, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben auf unseren Community-Discord aufmerksam machen, auf welchem ihr zusammen neben Mario Kart auch Splatoon, Super Smash Bros. Oder Pokémon spielen könnt. Falls ihr also Bock habt, kommt gerne auf den Discord drauf. Den Link dazu findet ihr entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich regelmäßig streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Die neue MK8 Deluxe DLC Wave ist nun seit gestern endlich spielbar und bringt mit den zwei neuen Cups, welche sich Rüben und Propeller Cup nennen, weitere 8 neue und alte bekannte Strecken mit sich, welche allesamt wirklich schön und nochmal deutlich hochwertiger ausschauen als die Strecken in der ersten Wave. Neben den neuen Strecken wurde zudem auch an den alten Strecken noch ein wenig gefeilt. Um genau zu sein, wurde die Kokospromenade so weit geupdatet, dass sich nun die Autos, die wir am Ende kurz vor der Ziellinie sehen, nun bewegen. Mir persönlich gefallen die neuen Strecken wirklich gut, vor allem Waluigi Flipper und die neue Eiscreme-Eskapade sind mega nice und natürlich auch die Pilzschlucht allein schon aus Nostalgiegründen. Kommen wir aber nun mal zu dem wirklich interessanten Thema. Denn ja, tatsächlich haben Dataminer bereits kurz nach Release des neuen Updates den Code des Spiels erneut auf Veränderungen untersucht und haben festgestellt, dass Nintendo bereits vereinzelt die Musikdateien einiger Strecken im neuen Code versteckt hat, welche jedoch für die noch kommenden DLC-Strecken gedacht sind und naja, anhand dieser Dateien lassen sich nun viele der kommenden Strecken voraussagen. An der Stelle, auch wenn es jedem klar sein sollte, nochmal ein fetter Spoiler-Alert. Also, insgesamt erwarten uns in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren noch 8 Cups, welche da wären: der Fels-Cup, der Mond-Cup, der Frucht-Cup, der Bumerang-Cup, der Feder-Cup, sowie der Doppelkirschen-Cup, der Eichel-Cup und der Stachy-Cup. Laut Dataminer sollten wir nun für den Fels-Cup unter anderem folgende Strecken bekommen: Peachs Schlossgarten, den Broken Pier und den Gebirgspfad. Für den Mond-Cup hingegen wurden folgende Strecken vorausgesagt: Pflaster von Berlin, die Waluigi Arena, Bergbescherung und die Rainbow Road in der 3DS-Version. Für den Fruchtcup wurde leider lediglich die Ausfahrt Amsterdam-Strecke vorausgesagt und für den Bumerang-Cup die Strecke Überholspur Singapur und die Strecke Los Angeles-Strandpartie. Was den Federcup angeht, so wurde auch hier nur eine Strecke anhand der Musikdatei erkannt, bei welcher es sich um die Sonnenuntergangswüste-Strecke handelt. Und bei dem Doppelkirschen-Cup erwartet uns die Strecke Bangkok-Abendrot. Und bei den letzten beiden Strecken, welche im Code herauszulesen waren, handelt es sich zum einen um die Strecke Vancouver-Wildpart und um mein persönliches Highlight, den Blätterwald. Wie gesagt, waren das längst nicht alle kommenden Strecken, aber nun mal die, welche man anhand des Musiktitels identifizieren konnte. Ich blende euch an der Stelle auch nochmal den Dataminer-Tweet ein. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich mich mega über diese ganzen noch kommenden Strecken freue und falls diese in derselben Qualität erscheinen wie die Strecken aus der Wave 2, freue ich mich wirklich auf die Zukunft von MK8. Ansonsten ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Wave 2 Strecken und auch gerne zu den vermeintlich noch kommenden Strecken in die Comments. Ansonsten ja, hoffe ich, euch hat mein kleines MK8 Video ein wenig gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanaleffekt noch am Rande, aktuell haben 65,2% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke, somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.